Hey ho, nächstes Video. Wir tun heute Topfen und zwar nicht so wie im letzten Video angekündigt, was mit Hackfleisch. Ja, das Hackfleisch ist nicht mehr, nachdem ich gestern wieder aufgewacht bin auf der Couch, war das schon so eine Spaghetti-Sauce verarbeitet. Tja, was mache ich heute? Ich mache heute einen Kürbiseintopf mit Hähnchen. Ja, so nenne ich das. Ich habe mir zwar hier ein kleines Rezept aus dem Internet rausgelassen. Ich lese kurz mal vor, was Sie verwenden. Eine Zwiebel, ein Bund Suppengrün, 500 Gramm mehlige Kartoffeln, ein Esslöffel Öl, Currypulver, Salz, Pfeffer, 600 Gramm Hähnchenfilet, 2 Lorbeerblätter, 6 Pimentkörner, 1,5 Kilo Hokkaida-Kürbis, eine Dose 165 Milliliter Kokosmilch. Naja, was ich dazu verwende und wie ich das dann im Endeffekt mache, tja, das seht ihr, wenn er dran bleibt und mit reinkommt. Auf geht's! Nee. Also, wenn ich mal das Rezept so durchlese, das geht ja gar nicht. Öl in einen großen Topf erhitzen, Zwiebeln, Suppen, Grün und Karotten da drin andünsten, mit 2 Esslöffel Curry bestreuen, kurz anschwitzen, ca. 1,5 Liter Wasser zu gießen, sodass alles bedeckt ist, Fleisch waschen, zugeben und mit Salz, Pfeffer, Lorbeer und Piment würzen. Nee. Also, kochen die das Hähnchenbrustfilet einfach bloß? Ich werde es auf alle Fälle wieder schön würfeln, schön anbrutzeln und so weiter und so fort. Dann kommt der Kürbis hinzu. 10 Minuten weiter köcheln. Das Fleisch in kleine Stücke schneiden oder zerrupfen, wieder in den Eintopf geben und erwärmen. Also, Hähnchenbrust oder Hähnchenfilet bloß so mitkochen? Nee. Also, da gibt es ganz gewaltige Änderungen, so wie es mir passt. So, jetzt legen wir gleich los. So Leute, dann wären wir bei der Übersicht. Schaffen puren Wasser nehme ich wieder hier so eine angesetzte Gemüsebrühe. Hier mein Öl, was ich nachher mit draußen nehme. Salz, Pfeffer, Paprika, Currypulver. Piment habe ich keine Körner, da nehme ich einen gemahlenen. 3 Lorbeerblätter, 2 Zwiebeln, Kartoffeln sind definitiv ein bisschen mehr als 500 Gramm, Kürbis, ja, 1,2 Kilo komplett, Suppengrün, ja, da werden wir wahrscheinlich bloß die Hälfte wieder nehmen. Die wichtigste Änderung, mir ist beim Einkaufen aus Versehen 1 Kilo Hähnchenfilet hinterhergelaufen und ja, Kokosmilch halt, haue ich die ganze Dose rein und ganz wichtig, ich tue noch Tomatenmark mit dazu beim Anbraten. Ja, dann würde ich mal sagen, würfel ich jetzt schnell das Hähnchenfilet, schneide es klein, würfel den Streifen, ich weiß es noch nicht. Und dann würzen wir das zusammen und im Anschluss schneide ich dann das restliche Gemüse alles klein, bevor wir dann auch schon wieder rausgehen. So, das Hähnchenfleisch klein gewürfelt. Und das würzen wir jetzt ganz einfach mit Salz, Pfeffer, Paprika. Heute denke ich mal, ja, Curry werden wir wahrscheinlich bloß mit rausnehmen. Falls ich dann noch was anderes brauche, kann ich das ja noch holen. Vielleicht auch ein bisschen wenig für diese Menge. Drin geblieben, sonst muss ich wieder putzen. Pfeffer ist gut fein. Okay, Leute,
Ich decke das hier jetzt noch mit einer Klarsichtfolie ab. Ach, die hole ich schnell. Und stelle das Fleisch derweil nochmal in die Kühlung. Das hole ich dann definitiv erst, wenn es ja, direkt in den Topf geht. Okay, Kürbis schneiden können wir noch zusammen machen. Beziehungsweise vorher mache ich den ganzen Rest. Das ist jetzt alles von den Suppengrün, was ich reinschneide. Eben, ja, der Sellerie sollte ausreichen. Auf alle Fälle, nicht, dass es wieder zu sellerielastig wird. Drei kleine Möhrchen, das bisschen Petersilie und das bisschen Lauch. Ja, und halt die zwei Zwiebeln. Gemüse alles klein gewürfelt. Ja, die Kartoffeln habe ich auch etwas kleiner dieses Mal. Und jetzt kommt noch der Hokkaido. Ja, und den schneiden wir jetzt einfach mal irgendwie klein. Wir uns einfach das Kerngehäuse raus. Also so habe ich glaube ich auch noch keinen Kürbis bearbeitet. Aber man lernt ja nie aus. So, wer will, kann ich sich natürlich aus der Kerngehäusepampe irgendwas zusammenbasteln. Ich hau das Zeug einfach weg. Ich glaube mit dem Löffel hätte man es auch schön rausholen können. Naja. So geht's auch. Ich mache hier kurz mal Ordnung. Ja, weiter geht's. Hokkaido kleiner schneiden. Na, wie mache ich das jetzt am blödsten? Und den Würfel schneiden oder so ähnlich. Ich hoffe eh, dass der ein bisschen verkocht. Das ist eigentlich mein Ziel, eben, dass er verkocht. Ich sage ganz offen und ehrlich im Voraus. Also ich werde das ganze Teil jetzt irgendwie hier kleinmetzgern und danach geht's weiter. Alles soweit klein geschnippelt. Fleisch ist natürlich jetzt in der Kühlung. Das restliche Material und die drei Lorbeerblätter habe ich hier in die Schale. Und das alles hier nehmen wir jetzt mit raus. Bringe ich nach und nach raus und wir sehen uns dann draußen, nachdem ich hier noch ein bisschen Ordnung gemacht habe. So Leute, es ist wieder Dutch Oven Zeit. Boah, bloß hätte ich das heute leichter draußen gemacht. Wir haben es hier drin. 29,8 Grad. Oh, ich mache das hintere Fenster auch noch auf. Ja, heute hat wieder gut die Sonne runtergeknallt. Ja, und da haben wir einen wie neu aussehenden Dutch Oven. So rum. Warum so rum? Dass die Kerbe ja, für mich, wenn ich hier herüben sitze, sichtbar ist. Und hier kommt jetzt gleich einmal das Öl rein. Dann kann das schon warm werden. Und da haben wir nachher gleich das Fleisch mit dazu. Okay, wenn das Fleisch dann reinkommt, hole ich euch wieder dazu. So Leute, dann hauen wir mal das Hähnchenfleisch rein. Oh, ich glaube, das kann man sogar komplett reinwuchten. Und tun das richtig schön ordentlich anrutzeln. Und dieses Mal brauchen wir bloß einmal was rauszuholen. Und das ist eben das Hähnchenfleisch. Schön verteilen und anbraten.
Hallo David. Hi Michi. So Freunde, das Fleisch reicht mal soweit. Können wir das rausholen? Hat vielleicht nicht ganz so viel Röstaromen entwickelt, wie ich gewollt hätte. Aber naja, das reicht schon so. Liegt vielleicht auch daran, dass die Kohlen unten drunter noch nicht ganz durchgefeuert sind. Naja. Gut. Dann kommen wir zu meinem beliebten Tomatenmark. Machen wir wieder einen ordentlichen Sputznei. Na komm, ein bisschen was geht noch. Ja, man merkt schon, hauptsächlich in der Mitte heiß aus, außen noch so gut wie gar nichts. Aber das wird schon noch. Ja, und dann gleich unseren kompletten Gemüsepott mit rein. Da muss ich halt jetzt wieder ein bisschen rühren und zwischendurch brutzeln lassen. Aber erst einmal das Tomatenmark mit schön unterrühren. Und wenn das alles soweit angeschmoren ist, geht's weiter. Na, lass mal nicht drin. Meine Sumi, so du machst das. Blöd, Mann. Jetzt habe ich meine Rezeptplatte gerade da, aber egal. Wir hauen jetzt mal den bisschen Curry drauf. Was lachst du, David? Ein bisschen Curry. Ja, ist doch bloß ein bisschen. Ich glaube, du hast ein bisschen Gemüse zum Curry. Von dem Piment tun wir ein bisschen was drauf. Da tun wir nicht zu viel. Die drei Lorbeerblätter mit rein. David, schüttel mal die Dose bitte auf. Danke. Warum du kennst dich damit schütteln aus? Ja. Blöd, Mann. Schwierig. Ah, das Kokosmilch drin. Dann hauen wir unsere Brühe rein. Ja, hauen wir alles rein. Nee, hauen wir noch nicht alles rein. So. Sollst du gleich aufmachen? Natürlich kannst du die gleich aufmachen. Gleich Kokosmilch. Ja. Oh nein. Boah, hast du dreckerte Finger. Alles, oder? Jetzt, halt, stopp, und jetzt schaust du mal rein, da sind nämlich Brocken drin, deswegen musst du die Dose ganz aufmachen. Kennst die wieder nicht aus. Mein Bur. Schwierig. Und jetzt alles reinkippen. Alles reinkippen. Oh mein, habt ihr das gesehen, wie super ich das gemacht habe? Aber ich sehe, du hast schöne Werkstatthände. Ja. Was haben wir denn Schönes geschraubt? Audi A4. Okay. 1,8T. Och, das Feinste überhaupt. Naja, ist eine Krücke im Gegensatz zu meinem. Ja, yeah. Wir können ja mal die Säge ausfahren. Ich kenne da ein paar schöne Feldwege. Ja, ich bin auch hoch wie ein Bus. Mit beim A6 hätte es mich weniger interessiert, aber mit dem schon. So. Hauen wir doch noch ein bisschen was gleich von der Brühe mit rein. Nachher kommt ja auch noch das Fleisch und der Kürbis mit dazu. Und so lassen wir das Ganze jetzt so mal so, ja, 20, 25 Minuten vor sich hin brutzeln. Und dann, ja, schauen wir wieder rein. Leute, nach ja, knapp 20 Minuten habe ich jetzt mal aufgemacht. So richtig köcheln tut das Zeug immer noch nicht. Aber riechen, boah. Riechen tut es mal richtig lecker. David, du willst nicht mit essen nachher? Nein, ich hab da einen, weißt du. Warum? Ja, weil ich noch was gekocht habe gestern. Ich ja. Muss auch noch weg, sonst muss ich es wegschmeißen. Also das kannst du morgen essen. Nee. Komm, tu mit essen. Oh, ich hau jetzt gleich den Kürbis rein.
Ist mir eh schon wieder zu gemüselastig. Geht ja das Fleisch unter? Es ist immerhin ein Kilo Fleisch. Jetzt nochmal. Scheiße. Ja, weil du was halt gemacht hast. Da hast du halt aufgepasst. Ja. Verdammte Axt. Schwierig. Ein Bröckchen Fleisch weniger. Tja, auch sowas passiert. Die 3-Sekunden-Regel ist schon lang vorbei. Scheiße. Ja, in das. Man könnte es jetzt abspülen. Soll ich abspülen gehen? Jetzt brauchst du auch nicht mehr. So, ich hoffe jetzt, dass der Kürbis noch halbwegs zerkocht. Wäre mir ganz recht. Der restliche Brühe. Das brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Deckel drauf und hoffen, dass jetzt die Kohlen einmal komplett durchfeuern, durchzünden und es ordentlich zum Kochen anfängt. Du machst es schon. Hapü, Leute, 20 Minuten, 30 Minuten später. Es brodelt schön. Mal wieder durchrühren. Oh, sieht es gut aus. Und riechen tut es wieder. Also Curry werde ich mit Sicherheit keinen mehr reintun. Das riecht schon sehr Curry-lastig. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt schnappe ich mal einen Löffel und probiere mal das Sösle. Dann weiß ich nämlich gleich, ob es von der Würze her reicht. Sehr dezent, nicht aufdringlich. Ich denke, man wird die Komponenten gut rausschmecken. Nee, da hau ich nichts mehr rein. Da hau ich gar nichts mehr rein. Ja, jetzt muss halt noch der Kürbis schön weich werden. Schauen wir mal. Nee, der ist definitiv noch zu hart. Aber geschmacklich, fein. Naja, da haue ich den Deckel wieder drauf. Ja, und dann lassen wir das jetzt einfach noch weiter brodeln. Unten angesetzt, hat gar nichts beim Umrühren. Also, passt perfekt. So, jetzt soll ich weiter Video gucken. Haha. So Leute, Schatzi ist auch endlich heimgekommen nach einem langen Arbeitstag. Und ich hoffe, dass das Essen jetzt soweit fertig ist. Heiß, 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 heiß. Du weißt, dass die Patricia nicht da ist. Zum Essen. Was treibt die sich auch am Wörthersee rum? Am Farkersee ist sie heute. Ich nehme jetzt ganz einfach was in der Schüssel raus und probiere einfach mal, bevor ich da jetzt ewig lang hier Rumstocher. So. Also bocke heiß ist es einmal, wie immer. Fertig. Nehmen wir gleich mal den Topf runter und mache ich doch mal Probiererle gleich noch fertig. Hast du da auch eine Kokosmilch drin? Ja. Das muss jetzt lecker sein. Oh. Leute, mir ist es zu heiß. Ich nehme jetzt den Topf runter, dann tun wir es in unsere Schalen, dann tun wir gemütlich essen. Und danach gibt es noch ein Fazit. Aber ich denke, Schatz wird heute zufrieden sein, außer dass es wieder zu viel ist. Hey Leute, schaut euch das an. Wow. Und das schmeckt richtig lecker.
Boah. Nom, 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 nom. Tja. Megel ist aber auch eingeladen wieder das Wochenende. Der hat mir schon wieder abgesagt. Naja, leider. Tja, ist selber schuld. Okay. Aber jetzt essen. Hatschepü, Leute, jetzt bin ich aber satt. So richtig, richtig satt. Problematiken beim heutigen Video hat es eigentlich keine gegeben, bis auf das, dass ich die Kohlen direkt unterm Gitter, unter der Topfauflage schon verteilt hatte und dann angefeuert habe. Da hätte ich leichter ein Häufchen gemacht, also ein Kohlenhäufchen. Und das erst einmal angefeuert und dann die Kohlen verteilt, dann wäre das Ganze auch wesentlich schneller gegangen. Aber nachdem die Atomkohlen richtig angeglüht waren, übelste Hitze wieder, aber war perfekt. Nachdem ich die restlichen Zutaten rein hatte, ja, war es noch circa eine Dreiviertelstunde oder ja, Dreiviertelstunde circa drauf gestanden, der Kürbis butterweich zum mit der Zunge zerdrücken, sowie das restliche Gemüse da drin, wo man ja eh fast nicht mehr findet. Ruhe, Handy. Der Geschmack leicht Curry. Ich habe so viel Curry reingehauen gehabt, eben weil ich gewusst habe, dass der nicht so scharf ist. Wenn man einen heftigen Curry hat, muss man da natürlich ganz vorsichtig sein. Aber sonst Salz, Pfeffer, Paprika hat absolut wieder ausgereicht. Herrlich, 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 herrlich. Schatz, wie schmeckt es dir? Total lecker. Total lecker, das höre ich gerne. Tja, jetzt haben wir noch einen Riesenpott übrig. Ja, inklusive des die geraubte Hackfleischsoße noch im Kühlschrank von gestern. Ja, irgendwas werden wir wohl eingefrieren müssen. Aber dafür haben wir dann nächste Woche eine Zeit lang was zum Essen. Tja, schauen wir mal, wann ich dazu komme. Oder wann es nötig ist, wieder ein Video zu machen. Weil ihr wisst ja, wenn ich uns was zum Essen mache, mache ich ein Video dazu. Und nicht umgedreht. Weil wir müssen ja auch unser Zeug aufessen können. Leider keinen Besuch gehabt das Wochenende. Schade. Ich bin auch nicht weggekommen die Woche. Mein Urlaub ist vorbei. Ich muss Montag auch wieder ran. Tja. Fazit noch zum Topf, wo ich eingebrannt habe. Hat hervorragend geklappt gestern. Was ich da noch vergessen hatte zu sagen, wenn man natürlich einen Topf einbrennt mit dieser Petromax-Paste, ist eine richtig geile Angelegenheit. Aber halt beim Topf einbrennen braucht man definitiv mehr, als wenn man hinterher bloß immer damit einreibt. Sprich, da ist der Verschleiß halt dementsprechend größer. Aber meiner Meinung nach lohnt sich die Einbrennpaste, Pflegepaste von Petromax auf alle Fälle. Und tja, das war Werbung aus Überzeugung. Gut. Schatz hat sich noch eine Ladung geholt. Ich habe Hunger. Ich hab ja, ist doch in Ordnung. Ich war jetzt 13 Stunden unterwegs. Ja, ich habe heute unterwegs noch zwei Burgerchen gegönnt. Naja, okay. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Netter, wohlwollender Kommentar. Würde mich freuen. So wie unter dem letzten Video. Also, Leute, richtig geile Kommentare drunter. Hat mich wieder mal sehr gefreut. Abos wären auch ganz schön, dass wir da mal ein bisschen hochkommen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Tschüss.